Also dann lässt jetzt mal ein bisschen weiter machen, dass wir das Leben weiter machen, weil da muss ich immer wieder ziehen. أنا في رسول الله أرض يا خالقة أسرى ظهار في جميع ومحمد ساك أو الله لاس مش نش ein Augenschlag also einen Augenaufschlag mein Nerv mein Ego hergeben fallen dass mein Ego mich besitzt, im Besitz nimmt. Sag, O Mohammed, mach diesen Dua, dass dein Ego dich nicht überrumpelt und in sein Gewalt bekommt. Das ist eine Empfehlung, ein Befehl, eine Aufforderung des Herrn, an seinen Geliebten, meistgeliebten in seiner Gegenwart, göttlichen Gegenwart. Denkt ihr wirklich, Sayyidina Muhammad ist gemeint? Das ist ein Gespräch zwischen Sayyidina Muhammad und Allah Azza wa Jalla. Allah spricht zu ihm und sagt, sag, O Muhammad, O Allah, lass mich nicht in mein Ego fallen und dass mein Ego mich beherrscht, auch wenn das eine Zeit von ein Augenaufschlag ist. Denkt ihr wirklich, dass es diese Empfehlung ist an Sayyidina Muhammad gerichtet? Wo Sayyidina Muhammad sagt, alles, was ich gesagt habe und alles, was ich sage, ist vom Koran und alles, was ich mache, ist vom Koran. Nichts von meinen Taten und von meinen Aussagen ist von mir selbst. Und wahrlich habe ich meinen Shaitan, meinen Satan und jeder Mensch wird mit seinem Satan zusammen in dieser Welt hineingeboren. Und wahrlich habe ich meinen Shaitan und mein Ego im Griff. Und ich habe meinen Shaitan zu Muslim gemacht. Also, wer kann ihn schaden? Was kann ihm schaden? Er hat so gesehen keine innerlichen Feinde, unsichtbare Feinde, die ihn etwas einflüstern, zuflüstern könnte und vom Weg abbringen. Nicht Sayyidina Muhammad ist gemeint, aber über ihn sind wir alle gemeint. Allah spricht niemals zu uns direkt, er spricht zu seinen Propheten, Gesandten, weil sie sind seine Ansprechpartner, sie sind ihm würdiger als wir alle. Und er spricht zu einem würdigen Person, der es geschafft hat, in seiner Gegenwart vor ihm zu stehen und zu ihm hinaufzublicken und seines Blickes würdig ist. Wir sind das nicht. Und wenn wir sprechen von und Allah würdigt uns des Blickes, seines Blickes, das ist auch nicht so direkt gemeint. Der Herr schaut uns niemals direkt an. Auch da setzt er das zwischen jemandem ein, zwischen ihm und uns. Und ich, sagte Sayyidina Muhammad, ich habe zwei Gesichter. Mit einem meiner Gesicht schaue ich euch an. Mit dem anderen meines Gesichtes
Schaut meinen Herrn an. Ich bin zwischen dem Geschöpf und zwischen dem Schöpfer. Ich stehe dazwischen. Alles, was in die Schöpfung kommt, geht durch mich. Alles vom Geschöpf kommt zum Schöpfer, geht durch mich. Also, wer ist der überhaupt hier hinunterschaut und hinaufschaut? Wer ist er? Er ist Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Und Allah hat ihm empfohlen, sag, lass mich nicht in mein Ego hier hergeben und mich von meinem Ego hinrichten. Das ist eine Lehre für uns, wie wir zu sein haben, was wir zu tun haben und worauf wir aufzupassen haben. Einen Augenblick lang, ein Augenschlag, ein Augenaufschlag lang, dass wir aufpassen, nicht, dass wir unser Ego, von unserem Ego uns beherrschen lassen. Wenn, und der Tag ist voller Prüfungen, der Alltag kommt auf uns zu entgegen. Mit vielen Ereignissen und durch Taten der Menschen, durch Worte der Menschen erreichen die Ereignisse uns. Und oft ist es unangenehm. Der eine Mensch kommt zu dir und sagt etwas, was dir nicht schmeckt. Der eine Mensch kommt zu dir und tut etwas, was dir nicht gut tut. Es schmerzt. Was machst du? Wie stellst du dich ein? Wie verhältst du dich? Wenn der andere egoistisch auf dich zukommt, wie verhältst du dich? Auch egoistisch. Wenn der andere Fehler gemacht hat und nicht auf sein Ego aufgepasst hat, was sollst du tun? Das Gleiche? Erinnere dich, was hat Sayyidina Muhammad für eine Empfehlung bekommen, sallallahu alaihi wasallam, von seinem Herrn. Er, der Größte in der Schöpfung. Der Allergrößte der Schöpfung. Nach dem Schöpfer. Er hat eine Empfehlung bekommen, Aufforderung bekommen. Pass auf, O Muhammad. Pass auf, ja, Muhammad. Was sollen wir tun? Wie streng sollten wir aufpassen auf unser Ego? Beißt die Zunge, sagt man? Ja, beißt dir auf die Zunge. Beißt dir auf die Zunge. Beißt dir auf die Zunge. Ja. Beißt dir auf die Zunge, oh Mensch, oh du Gläubiger, beißt dir auf die Zunge. Beißt dir auf die Zunge. Und wenn du dir versehentlich mit dem einen Fuß auf die Hühnerauge triffst, auf den anderen Fuß. Wie gehst du denn mit dir um? Stell dir mal vor, du hast mit dem einen Fuß den anderen Fuß erwischt mit der Hühnerauge. Was machst du mit diesem Fuß, der dein Hühnerauge erwischt hat? Und du bist hochgesprungen. Was machst du mit dem? Bestrafst du diesen Fuß? Das ist dein Fuß, das ist dein Fuß. Du hast dir selber wehgetan. Versehentlich. Bestrafst du dich? Lass das sein. Pass auf, wenn der andere sich schlecht verhält und nicht aufgepasst hat, pass du auf. Pass du auf, dass du auch nicht einen Fehler machst. Dass du nicht dein Ego von deinem Ego beherrscht wirst. Auch wenn das kleine Zeitspanne ist. Das ist die Empfehlung des Tages. Das ist die Empfehlung der Woche. Das ist die Empfehlung des Jahres. Das ist die Empfehlung der Jahrhunderts. Das ist die Empfehlung für alle Zeiten in dieser Welt.
Pass auf dein Ego auf. Nicht auf deine Hühneraugen. Pass auf dein Ego auf. Würmer sind alle, Würmer sind Partien.